Melonen sind eine sehr anspruchsvolle Kultur, bei der schon kleinste Fehler verheerende Folgen für die Pflanze haben kann. Letztlich kann es auch so weit gehen, dass die Pflanze komplett abstirbt und du überhaupt keine Ernte hast. Damit dir das nicht passiert, gebe ich dir einige Pflegetipps jetzt hier mit auf den Weg und auch einige No-Gos, die du unbedingt vermeiden solltest, damit du hier süße und saftige Früchte ernten kannst. Melonen gehören zu den Kürbisgewächsen und das sind wärmeliebende Kulturen. Von daher beim Gießverhalten, gieß mit abgestandenem, warmem Wasser. Du kannst auch bei den Melonen in der Mittagszeit gießen, da haben sie bei meinen Erfahrungen auch keine Probleme. Besonders in der Wachstumszeit und bei der Fruchtbildung ist es wichtig, dass sie ausreichend Wasser haben. Schau aber auch dabei, dass du keine Staunässe bekommst, weil wenn das passiert, dann können die Wurzeln anfangen zu faulen und die Kürbisgewächse sind ja im Allgemeinen sehr wurzelempfindlich und die Melone kann dir das auch sehr schnell übel nehmen. Das heißt, die kann sich auch gar nicht mehr davon erholen. Besonders achtsam solltest du sein, wenn Beikraut um deine Pflanze rumwächst und du dann anfängst, das Beikraut zu zupfen und dann versehentlich hier die Pflanze mit schüttelst oder auch hier deshalb mit ein paar Wurzeln von der Melone rausreißt. Hat man meinem Vater mal gemacht, vor ungefähr 3 Jahren. Da hat er wirklich eine sehr große Pflanze dadurch komplett erschüttert. Die ist dann eingegangen, die war dann nicht mehr zu retten. Hier auch aufpassen. Deshalb mulche ich auch sehr stark. Einerseits halt auch wegen dem Gießverhalten, damit halt der Boden immer schön feucht ist, damit die Pflanzen auch ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Du kannst auch spezielle schwarze Mulchfolie nehmen. Das eignet sich sehr gut bei den Melonen, weil die Mulchfolie natürlich das Beikraut unterdrückt, darunter ist es feucht und die wärmt sich halt auf. Wie gesagt, sind wärmeliebend, die werden dann darauf sehr gut wuchern. Weil mein Boden mit Mulch bedeckt ist, nehme ich mir noch ein paar Steine und lege die dann zu den Pflanzen hin. Der Stein dient hier als Wärmefalle, der über den Tag hinweg die Wärme speichert und dann langsam auch über die Nacht wieder eine Melone abgibt. Plane auch ausreichend Platz für die Melonen mit ein. Das sind meistens Bodendecker, die halt eine größere Fläche abdecken. Einfach auch aus dem Grund, wie ich ja vorhin erwähnt habe, in der Geschichte von meinem Vater, lass die Pflanzen einfach wachsen. Setz sie dahin, wo sie einfach ungestört wachsen können, wie sie wollen, damit du halt die jetzt nicht irgendwie anfassen musst, rütteln musst oder die irgendwie umleiten musst. Wie gesagt, ich mache das sehr ungern, weil bei meiner Erfahrung ist es so, je mehr du die Melone irgendwie störst, rüttelst oder sonst was, desto mehr wird sie in ihrem Wachstum beeinträchtigt. Weiterer Punkt ist halt, wenn du halt zu viele Melonen beieinander setzt, dann passiert jetzt, dass die halt sich untereinander überdecken, die Luft schlechter zirkuliert und sich da eventuell auch Pilze dadurch ansiedeln können, wie beispielsweise Mehltau. Und wenn halt zu viele Melonen an einem Platz sind, dann hast du es auch erschwert mit dem Gießen, weil es dann du eventuell auch die Blätter triffst beim Gießen, was ja auch zu vermeiden gilt wegen dem Mehltau. Von daher würde ich halt zum Beispiel entweder Olas nutzen, eine Schlauch- oder Tropfbewässerung oder was ich mache, ich habe neben den Pflanzen Stäbe reingesteckt, also Bambusstäbe, wo ich dann gezielt weiß, okay, da ist jetzt die Hauptwurzel, also der Haupttrieb von der Pflanze. Und wenn ich da gezielt gieße, versorge ich die komplette Pflanze, weil später in der Saison, dann weißt du nicht mehr, wo jetzt genau die Pflanze richtig gepflanzt worden ist, weil alles nur noch Melone ist, bevor ich dann irgendwie mit dem Strahl alles rumherum gieße, um halt glücklicherweise vielleicht die Melone zu treffen, weiß ich, okay, da direkt hingießen, da kommt das Wasser nämlich gut an. Falls es dennoch zu Mehltau kommt, was ja zum Ende der Saison fast gar nicht zu vermeiden ist, aber wenn es schon mal früher kommt im Sommer, dann kannst du hier Knoblauchsud mit einer Natronlauge zusammen kombinieren und damit deine Pflanzen besprühen. Beim Knoblauchsud machst du es halt so, du nimmst eine ganze Knoblauchzehe, hackst hier die alle klein, tust Wasser aufkochen und tust da dafür einige Stunden den Knoblauch ziehen lassen, 1 Liter ist am besten. Dann tust du den Knoblauchsud in einem Verhältnis von 1 zu 10 mit Wasser vermischen. Du kannst dann hier 2 bis 3 Esslöffel Natron mit dazugeben. Ich würde dann die Melone am besten früher morgen damit regelmäßig besprühen und da wird der Pilz dann langsam zurückgehen. Befallene Mehltaublätter würde ich einfach mit einer Heißrotte kompostieren oder in meinem Bokashi mit fermentieren. Nichts in den Hausmüll, schließlich möchte ich den Kreislauf schließen und auch der Mehltau gehört leider mit dazu. Der hat auch seine Aufgaben bei uns im Garten. Wenn es zur Ausbildung der Früchte geht, habe ich ja schon mal im Video erzählt zu reifen Melonen, worauf du achten solltest, werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Es ist halt sehr wichtig, dass du halt aufpasst, dass du dein Wasserverhalten anpasst. Das heißt, je mehr es zur Fruchtbildung geht, desto weniger Wasser sollte die Pflanze zugeführt bekommen, damit die Früchte auch hier süßer werden. Wichtig dabei ist halt, wenn sich die Früchte bilden, dass du die eventuell die Früchte unter Stroh auflegst oder
erhöht auf so eine Plastikunterlage oder Plastikeimer habe ich die dann immer gestellt, damit die keinen Bodenkontakt haben, weil wenn die dann feucht werden, dann kann es sein, dass sie von unten her anfangen zu schimmeln, sich irgendwelche Kleinsttiere da durchbohren und dann nach ein paar Tagen hast du dann ein fettes Loch in der Melone, fängt an zu schimmeln, muss nicht unbedingt sein. Melonen gehören zu den Starkzehrern und brauchen von daher richtig viel Power. Bei mir habe ich eine ordentliche Mulchschicht, ungefähr 5 cm. Mit den effektiven Mikroorganismen ist der Boden dort lebendig und versorgt hier auch meine Wassermelonen. Wenn du jetzt sowas nicht hast, dann kannst du zum Beispiel alle 2 Wochen mal immer wieder Brennnesseljauche begießen oder fermentierten Urin halt nutzen. Verhältnis 1 zu 10. Kannst auch zum Beispiel Beinwelljauche nutzen, auch wunderbar. Oder du machst einen grünen Smoothie oder Saft und gibst den auch dann Wassermelonen. Das ist dann gleich direkt ein Flüssigdünger, den die Pflanzen sofort aufnehmen können. Das mache ich zum Beispiel mit dem übrig gebliebenen Saft, den ich täglich zu mir nehme, dass ich ja dann die Überschüsse ein bisschen mit Wasser vermenge und hier meine Pflanze nochmal zusätzlich begieße. Ist jetzt momentan ein Zucchini-Saft mit ein bisschen Sellerie gemischt. Schau auch, dass der Boden richtig locker ist, damit die Melonen hier ihre Wurzeln sehr gut und tief auch ausbreiten können, damit es auch hier große Pflanzen werden und du auch große Früchte bekommst. Und wenn du dann richtig große Früchte haben möchtest, wie im Supermarkt, so diese 9 Kilo schweren Oschis, dann solltest du alle Triebe abmachen, bis auf eine Frucht und den einen Haupttrieb dran lassen, dann wirst du wahrscheinlich eine sehr große Frucht ernten. Ja. Ich biete ungern meine Melonen eine Rankmöglichkeit an, einfach aus dem Grund, wenn die halt zu große und fette Früchte bilden, dann habe ich halt Angst, dass die Frucht dann wegen dem Gewicht vorher runterfällt. Vor allem bei den Honigmelonen, wenn die mal vorher reif werden, dann lösen sie sehr einfach vom Stiel und es kann sein, dass sie runterfallen und wenn sie voll reif sind, dann sind sie matsch und bevor du das dann erkennst, haben sie schon andere Tiere drüber hergemacht. Das gleiche wie bei den Wassermelonen. Deswegen lasse ich sie einfach auf dem Boden ranken, da habe ich überhaupt gar kein Problem. Schaut immer, wenn sich die Früchte langsam bilden, wo sie sich überhaupt bilden und guckt dann, dass auch die Schnecken da keine Löcher reinmachen und eventuell auch schon da anfangen, die kleinen Früchte zu schützen. Eventuell so eine kleine Plastiktüte rummachen, eventuell höher stellen oder die halt auch Schneckenmaßnahmen zu machen. Einfach für einige Zeit beschützen, denn dann später haben die Schnecken gar kein Interesse. Und falls du deine Melonen im Gewächshaus anbaust oder in einem Folientunnel, schau, dass halt auch die Seiten zum Beispiel offen sind oder auch einfach die Möglichkeit besteht, dass halt Insekten und Bienen die Blüten bestäuben können. Die sind meistens nur am frühen Morgen geöffnet, die weiblichen, und brauchen dann die männlichen zur Bestäubung. Und ohne Biene musst du dann selbst wahrscheinlich Hand anlegen. Ich hoffe, diese Tipps haben dir einen Mehrwert gegeben. Zeig mir das doch bitte mit einem Daumen nach oben. Gerne teile auch das Video mit Freunden und Bekannten, wenn ihr auch mal ausprobieren wollt, Melonen anzubauen. Ist in Deutschland möglich. Ich habe spezielle Sorten hier in meiner Saatgutliste, die halt frühe Sorten sind. Könnt ihr auch zum Beispiel bei mir alles bestellen. Es sind über 20 Sorten. Schon seit Jahren baue ich die hier bei meinem Permakulturprojekt an. Jedes Jahr immer wieder freue ich mich auf meine eigenen frischen Melonen. Schreib mir auch gerne unten in die Kommentare, wenn du noch weitere Tipps hast, damit wir hier alle gemeinsam lernen können. Kannst den Kanal auch kostenlos abonnieren, damit du informiert wirst, wenn ich weitere spannende Videos wie die hier an der Seite hochlade, damit du hier nichts mehr verpasst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.